Und heute sind die Spieler Staatsbürger und entscheiden selbst, ob sie sich impfen lassen auf Basis ihres Verstandes. Und da beginnt ja das Problem. Stichwort Kopfball. Ja, bei jedem, ja. Bei jedem Kopfball sterben Hirnzellen. Ja, aber das Gehirn ist plastisch. Andere Zellen ersetzen die abgestorbenen Bereiche. Und vielleicht hat das dazu geführt, dass sich Joshua Kimmich am Ende doch noch vielleicht impfen lassen wollte, was jetzt gar nicht mehr nötig ist. Er hat sich für die natürliche Impfung entschieden. Für die Impfung also nicht mit dem Impfstoff, sondern mit dem Virus. Das ist erheblich gefährlicher, auch was die Spätfolgen angeht. Vielleicht wird er in Zukunft nur die erste Viertelstunde spielen, aber es ist eine freie Entscheidung. Ja, das ist praktisch die Wuhan-Impfung, nenne ich das gerne. Die nicht von Wissenschaftlern entwickelte, sondern von einer Fledermaus erfundene Impfung. Vielleicht kommst du auch aus dem Labor, man weiß es nicht genau, aber da macht sich der Impfgegner komischerweise weniger Sorgen. Ja? Viele Fußballer kriegen es. Da gibt es offenbar viele Ungeimpfte. Vielleicht liegt es daran. Ne? Hier, das ist kein Scherz. Kopfball macht Gaga. Ist wirklich so. Wussten Sie, dass Fußballer tragen ein 3,5-mal höheres Risiko, an einer degenerativen Hirnkrankheit zu sterben? Machen sich aber Sorgen über die Impfung. Das sind vielleicht schon erste Anzeichen, nee, dass da in der Birne was nicht stimmt. Weil so ein Ball wiegt zwischen 410 und 450 Gramm bei einem Umfang von 68,5 bis 70 Zentimeter. Können Sie jetzt ausrechnen. Wenn der mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern aufschlägt, ergibt sich eine Stoßkraft von exakt 861 Kilowumms. Man steigt hoch zum Kopfball, prallt noch mit dem Schädel des Gegners zusammen, schlägt ungebremst auf den Boden und wacht als überzeugter Impfgegner wieder auf. Ja.